Ja, ich freue mich, dass in der Widerstandsszene in Berlin die Suche jetzt so richtig da ist. Also was kann ein kraftvoller Einigungsnenner sein, neben den Einzelstandpunkten? Also natürlich gibt es ja jetzt die Standpunkte, die einen sagen, die Corona-Maßnahmen sind sinnvoll und richtig. Die anderen sagen, das ist eine falsche, betrügerische Weise, mit der Bevölkerung umzugehen. Und es ist ein Schritt ja, in Richtung Diktaturgefahr, Überwachungs- und Kontrollstaat und so weiter. Wir sollten wirklich genau überlegen, denke ich, worauf kommt es jetzt an, was kann unter uns, unter den verschiedenen Gruppen, die sich da engagieren, am besten so das einigende Band sein und was trifft den Kern auch, wodurch wir dann all diese Knoten, zum Beispiel falsche Corona-Maßnahmen, wirklich auch aushebeln können. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass wir dabei wirklich unseren Geist auch hinreichend öffnen und nicht selbst wieder in irgendeine sture, dogmatische Ideologie verfallen, die wir anderen aufdrücken wollen. Also das wird nicht so kraftvoll sein. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, es kommt sehr darauf an, auch manche sagen das ja auch von uns, wenn die Regierung uns überzeugen könnte, also wenn das mal wirklich erlaubt würde, dass all die verschiedenen Standpunkte mit auf den Tisch kommen, auch von Wissenschaftlern wie Wonak und Bhakti jetzt beispielsweise. Wenn das wirklich auf den Tisch käme und es käme heraus bei so einer undogmatischen, nicht korrumpierten Argumenteprüfung, dass die Maßnahmen der Regierung richtig sind, dass das alles stimmt, wie schlimm diese Krankheit ist, dann müssten wir sagen, okay, dann sind wir dafür. Dann lassen wir uns überzeugen. Lasst ihr euch aber bitte auch überzeugen, wenn unsere Argumente richtig sein könnten, und lasst diese Argumente mal erstmal richtig auf den Tisch mitkommen und lasst uns wirklich das prüfen, ohne korrumpierte Ideologiebrillen. Und ich glaube, damit bin ich an dem Punkt. Ich glaube, dass wir alle unsere Ziele, auch das Durchschauen falscher, betrügerischer Corona-Maßnahmen, die Gefahr statt Demokratie, die Menschen in eine Diktatur hinzuführen. Wir können all das hinreichend durchschauen und auflösbar machen, wenn wir sagen, wir möchten eine unkorrumpierte Argumenteprüfung, eine Prüfbarkeit der Argumente. Wir möchten freie Argumentekultur. Wir möchten die korruptionsfreie Gesellschaft, die damit beginnt, dass man ohne Korruption die Argumente prüft. Und wenn wir das machen, dann haben wir einen ganz weiten Einigungsnenner, der aber ausreichen kann. Also wir werden dann die verschiedensten Leute ansprechen können mit ganz unterschiedlichen Auffassungen zu Corona, weil wir werden sagen, wollen wir nicht aber alle, dass das ohne Korruption läuft? Wollen wir nicht alle, dass man wirklich richtig hinschauen kann, was die Argumente sind, die gut sind für uns alle? Und ich glaube, dass wir dann wirklich die Offenheit einerseits haben und die Wirkkraft, die uns helfen kann, unsere Ziele hinreichend durchzubekommen. Und ich füge noch eins hinzu. Also es wird ja nun oft auch darüber geredet, was wären denn dann jetzt die neuen Gesellschaftsstrukturen? Was ist die Form von Demokratie, die wir uns wünschen? Und all das. Und ich glaube, auch da ist es gut, wenn wir nicht hingehen und irgendjemand hat jetzt so seine Detailvorstellungen und drückt die jetzt als Programm der gesamten Bewegung oder der Gesellschaft auf. Wir würden denselben Fehler machen, den das jetzige System macht. Denn das jetzige System hat der Staatsrechtler Martin Kriele zum Beispiel gar nicht als echte Demokratie, sondern als eine Art feudalistischer Demokratie bezeichnet, weil er gesagt hat, die Leute dürfen zwar alle 4 Jahre über irgendwelche einzelnen Entscheidungen abstimmen, aber der Entscheidungsrahmen, das äußere System, das wurde ihnen auferlegt, ohne da frei mitentscheiden zu können. Aber das wäre echte Freiheit. Der wirklich freie Mensch will nicht irgendwo nur Fragen beantworten, sondern er will die Fragen mitstellen. Der wirklich freie Mensch ist jemand, der nicht in einem Zug sitzen will und er kann sich noch entscheiden, geht er ins vordere oder hintere Abteil. Sondern der wirklich freie Mensch, der will hingehen und entscheiden, ob er in den Zug einsteigt und in welche Richtung der Zug fährt und all das. Und insofern sollten wir, damit wir nicht auch wieder nur eine Form von ideologischer Manipulationsgruppe sind, sollten wir sagen, auch der Rahmen, die äußere Systemstruktur, wird dem freien gemeinsamen Suchen nach den besten Argumenten fürs Wohl aller unterworfen. Wir möchten auch da nicht eine ideologische, dogmatische oder von irgendwelchen Willkürinteressen festgelegte Basis, kein solches Programm, sondern ein Programm, was es zulässt, dass wir über all das gemeinsam frei nachdenken und das wählen, was von den Argumenten her das Beste für uns alle ist. Ich glaube, wenn wir das in dieser Weise zulassen, diese freie Argumenteplattform, die danach sucht,
dann sind wir beeindruckend offen und ausreichend wirkungsvoll, um die richtigen Wege finden zu können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.